Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Prison Architect. Mit von der Partie ist wieder der Bad Flavor. Hallo. Hallo. Und ja, wir werden jetzt heute uns um die fehlenden beiden Aufgaben oder was machst du denn da? Fundamente bauen? Ich habe den Raum weggenommen. Ah, dann können wir genau die Sachen da abreißen, die Fluglichter und Telefone. Wir werden uns heute noch um die Wäscherei und um den Putzmittelschrank kümmern, damit unsere Leute dann auch schön arbeiten können. Weil Arbeit ist wichtig. Ich wollte jetzt gerade das andere sagen, das habe ich mir zum Glück auch noch gerade verkniffen. So. Ich würde hier jetzt erstmal eine Tür reinsetzen. Was wolltest du für eine Tür haben? Normale? Eine Staff Door? Von mir aus muss da gar keine Tür rein. Ja, okay, die Wand reißt da ja gleich ein. Ja. Dann reißt jetzt also die Wand auch zur Küche ein und zum Dingsbums. Ja. Weil der Essensraum können die Leute dann ja quasi auch hier dann drüber zugreifen. Ja, sonst nimm den Bauplan nochmal weg. Hab ich. Und dann gibt's da einen kleinen Trick. So, nicht über die Wand, sondern einfach so. Der weiß ganz genau, wo Wände sind. Ach so. Ich dachte, dann macht er mal Doppelwände. Nein. Okay. Dann. Wenn du den Raum so baust, dann nicht. Dann. Sollten die eigentlich gleich anfangen, oder auch nicht? Wie hat er denn diese Doppeltür da unten hingekriegt? Oder sind das zwei normale Türen? Das sind zwei normale Türen. Einfach nur gedreht. Ach, gedreht. Mhm. Okay, das nicht. Blockiert. Weil du auf dem anderen Fundament drauf sitzt. So, wenn ich jetzt aber das so mache, dann. Genau. Ah. Dann zieht er das weiter. Genau. So, dann werden die Fridolins und Fridolas gleich anfangen, da rumzumalochen. Und auch wo mein? Häftlinge sieht auch noch ganz gut aus. Das ist die Frage, wo machen wir diesen Putzmittelraum hin? Schon überlegt, ob wir den jetzt hier in diese kleine Ecke noch reinsetzen. Wo bin ich denn? Wo? Im Zellentrakt. Das könnte man machen, aber dann blockierst du die Heizung halt, ne? Nee, wenn du jetzt einfach... Ich würde den nicht zu klein machen. So? Zu klein? Na, ich würde schon sagen, dass es zu klein ist. Also ich würde den ungefähr so groß machen wie so eine Bewährungszelle, wie so ein Bewährungsraum. Okay. Ungefähr auf die Größe. Aber wenn der Raum zu klein ist, dann kriegst du da nicht genug Arbeiter rein. Was ist die Idee? Die Dusche zum Beispiel könnte man ja auch gegenüber jetzt hier von dem Klinik legen. Ist zentraler, wenn hier noch ein anderer Block hinkommt, links. Dann hättest du hier zentral so eine Stelle in der Mitte, weißt du? Und aus der Dusche könnte man dann ja rein theoretisch die Reinigungskammer machen. Das wäre dann ja groß genug. Ja, das kann man machen, klar. Da gibt es ein ganz tolles Tool, da gehst du auf Fundamente. Ja, machst du mal klonen. Ne, Fundamente, Innenbereiche auswählen und dann kannst du den Innenbereich komplett rauslöschen. Von der Dusche, dann nimmt er gleich alles raus. Ach so. Gut, dann werde ich hier mal noch ein Fundament anlegen. Ja gut, kannst du auch machen. Ich hätte jetzt gesagt, du klonst die Dusche, aber... Ja, ich wollte es ein bisschen größer machen eventuell, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ist meistens angenehmer. So? Das sollte ausreichend sein. Denke ich auch. Und dann braucht das Ganze noch einen Zugang. Ja, du kannst mir am besten genau gegenüber von der Tür. Zack. Zack. Wo kommt da? Mal die Tür hin. Hab ich. Tür sitzt. So, dann können die jetzt hier mal ein bisschen rumbasteln. So, gleich kommen wieder neue Häftlinge. Vielleicht die Wasserleitung dadurch. Warum bauen die denn jetzt da zum Beispiel das Fundament nicht weiter? Weil sie keinen Zugang haben, richtig. Weil da hinten noch der Zaun sitzt. Wir müssen hier unten mal eben kurz eine Tür reinsetzen. Oder die Wand abreißen. Reißen einfach die Wand ab. Muss ich sagen. Einfacher. Wand weg und dann können sie da anfangen. Jetzt sind die natürlich gerade anderweitig beschäftigt. Wir müssen, was ich gesehen habe,
Hier mit so Metalldetektoren, solche Bänder, wo die ganze Ware, die die jetzt hier reinschleppen, ja, ne, dass die gescannt wird. Das habe ich nämlich auf den... Gibt es hier nicht, ne? Ne, das machen die jetzt, wenn die hier reinlaufen, dann werden die ja automatisch... Ja, die Leute. Aber wenn du dir das eine Bild mal anguckst von dem Iceland-Gedöns, da hatten die solche wie am Flughafen, solche Gepäck. Teile. Das war, fand ich ganz gut. Da haben sie das, wie so halt, als wenn Koffer gecheckt werden, weißt du? Okay, habe ich noch nicht gesehen. Das hatte ich auf dem einen Bild da gesehen, dachte ich, ja, das ist ja cool. Gut, jetzt haben wir natürlich einen komischen Gang wollte gerade sagen. Ja, warte, bin dabei. Das muss weg. Wird schon gemacht. Deswegen hatten die nämlich auch nicht weitergebaut, weil da Mauern waren. Ja, und dann würde ich nämlich auch die Essenstüren für die Küche umbauen, dass die da gar nicht erst wieder durchkommen, die dummen Fritzpiepen da. So. Ja, dass sie direkt hier hinten lang gehen. Genau, dass sie direkt da hinten lang gehen. Mhm. Abreißen. Abreißen. Reißt du denn ab? Achso, die Türen. Hier will ich eine Personaltür rein haben. Und da kommt eine Wand hin. Beziehungsweise eine Personaltür, dass im Notfall die Polizei da schnell durchkommt. Jo. Kommt da auch eine Personaltür hin, obwohl die können in die Küche laufen, aber ist egal. Wände. So, kommt da eine Wand hin. So, dann können die Fritzpiepen nämlich da lang laufen. Ah, das gefällt mir ganz gut. Hof. Gut, das ist jetzt natürlich kein Hof mehr. Das wird jetzt eine Dusche. Aber wir müssen uns natürlich jetzt... Warte mal, wir könnten da die Wäscherei... ich bin gerade immer überlegen, ob wir die... Weil das Krankenzimmer ist ja nun mal riesig. Dass wir das einmal halbieren, weißt du? Findest du? Findest du die nicht riesig? Geht. Okay, dann lassen wir sie so. Würde es ein bisschen anders setzen, ja. Dann mache ich erstmal die Dusche fertig hier und dann... Dusche. Wo sind die Objekte? Da. Duschkopf. Genau, die Duschköpfe. Dann einmal alles mit Rohren verbinden. Bist du da durch mein Bild gefahren, war das wieder weg? So. Hast du das Schild da mit der Dusche an der Wand gehängt? Ja. Duschköpfe auch drehen. Wieso? Sind die nicht alle gleich? Damit es besser aussieht. Achso, das habe ich auf dem kleinen Bild gar nicht gesehen. Ich dachte, die wären einfach alle easy gleich. So. Dann machen wir jetzt hier. Was wollten wir daraus machen? Die Wäscherei oder den Putzmittelschrank? Putzmittelschrank, ne? Genau. Putzmittelschrank. Zack. Dafür brauchen wir... Gar nichts. Nein, das macht er gleich alles von selber. Da bringt er gleich selber die Sachen hin. Okay, wie teilte man jetzt nochmal die Arbeit an? Auf Logistik? Ja, genau. Und dann Gefängnisarbeit? Dann klicke ich da einfach rein. Genau, 4 Stück. So, haben wir auch. Perfekt. So, Duschköpfe habe ich auch alle gedreht. Sehr schön.
Da noch Wasser, da noch Wasser, da noch Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser, 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 Wasser. Dann können die Fritzpiepen dann auch alles schön duschen. Sehr gut. Genau. Das gefällt. Das gefällt. Geld haben wir genug. Und selbst, guck mal, mit diesen 5 Leuten, die jeden Tag kommen, halten wir uns fast auf dem gleichen Niveau. Weil halt immer wieder welche entlassen werden. Gut, wie groß muss denn so eine Wäscherei sein? Ja, eine Wäscherei, ja. Je nachdem. Sag mal, du hast jetzt, bis jetzt hast du 37 Häftlinge. Dementsprechend reicht das, wenn die... Warte, wir machen mal eine Planung. Ich gesagt, Beispiel hier oben. Ich hätte jetzt aber gesagt, du machst hier jetzt noch eine Wand rein. Wo bist du denn das gerade? Ah, neben dir. Ah, meinst du den Raum hier so zumachen? Ja, genau. Ich fand einfach da eine Wand reinsetzen, sprich hier ein Fundament setzen. Ach ja, was soll's. Ah, okay. Da mache ich da mal ein Fundament hin. So. Brauchen wir eine Tür. Eingang dann aber vom Flur aus dann, ne? Genau, ja. Eine normale Tür hin. Minus 3 Grad. Oh, wir brauchen Heizkörper. Heizkörper? Ja, in der Dusche und im Krankenzimmer. Da, oh, ist, ja. Da ist arschkalt da. Sag mal so, im ganzen Gefängnis brauchst du Heizkörper. Aber wenn du unten auf Logistik gehst, kannst du Temperatur anklicken. Ja, aber du kannst irgendwo einfach auf die Temperaturanzeige vom Wetter klicken. Geht auch. Ja, okay, dann kommst du genau dahin. Ja. Das ist dann natürlich einfacher. Doof ist halt nur dieses Warmwasser-Boiler, die muss halt überall hinsetzen. Ja, irgendwann. Weil das nicht so weit reicht. So, die Wäscherei. Riecht einen schicken Fliesenboden. Einfach weil der totschick ist. Dann brauchen wir Räume, Waschsalon. Wäsche. Dazu brauchen wir Tische. So. Ja, jetzt blinkt hier ziemlich viel rot. Ich will mal was ausprobieren. Oben sitzen. Wenn jetzt hier ich einen Warmwasserboiler hinsetze. Dahin. Kommt jetzt mal gerade eine Wand rum. So als kleinen Hauswirtschaftsraum da. Türen. Personaltür. So. Dann wird der jetzt mit Wasser angeschlossen. Das funktioniert. Bin mal gespannt. Großes Rohr haben wir hier. So. So, wird der mit Wasser angeschlossen. Und natürlich auch mit Strom. So. Und dann, ob ich jetzt hier mit Wasser, Warmwasserleitung quasi dann einfach abgehen kann, ob das funktioniert. Oder etwa nicht. Selbst die ganzen Duschen, die brauchen alle Warmwasser, zumindest blinken die alle. Ja. Ja, genau, wo du jetzt die Heizkörper hingesetzt hast. Ja, aber die Warmwassertropfen, die blinken auch alle. Ja. Ja, überall hast du ja auch noch keine Warmwasserleitung gesetzt. Nee, aber hatte ich in der alten Dusche auch nicht. Ich? Nö. Da hast du auch keine Heizung drin. Nee, aber wie gesagt, auch in der Küche, wenn du da siehst, die Wasserhähne. Ja, die normalen Wasserhähne, die brauchen ja auch nur normales Wasser. Ja, aber wenn ich jetzt in die Warmwasserleitung baue, dann leuchten die rot. Dass die Warmwasser brauchen. Ja. Genau, die Warmwasserleitung braucht Wasser. Warmes Wasser. Ja, aber die Wasserhähne in der Küche. Ja, die haben blaues Wasser. Die brauchen normales Wasser, nein. Kaltes Wasser. Nein, wenn du Warmwasserleitung baust, siehst du, dass die auch Warmwasser brauchen. Ach so,
Okay. Ja. Das wusste ich nicht. Nee, das sieht man so ja auch nicht, weil in den Zellen zum Beispiel brauchen die kein Warmwasser. Genau wie die ganzen Duschköpfe. Soll ich die denn jetzt alle noch mit Warmwasser verteilen hier? Ja, ich sehe das ja vor allen Dingen nicht, ne? Doch, du kannst einfach, geh auf Versorgung, geh auf Warmwasserleitung und dann... Ja, habe ich gemacht, ich sehe das doch nicht. Ne? Ach so, doch, jetzt sieht man das. Ah. Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Ja, jetzt habe ich alle mal übers Mal rumgezogen und dann gucken wir mal. So, dann leuchten die nämlich rot, die Warmwasser bekommen. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Mit dem Warmwasser habe ich bis dato noch nicht gearbeitet, ne? Ja, bleibt dir hier leider nicht erspart. Ne, das ist das dann. Aber das macht ja auch nichts. So. Ja, sollen sie ruhig mal Wasser kriegen. Genau, kein Problem mit. So, haben wir es vergessen. Müssen wir irgendwann sehen, dass wir hier einen Warmwasserboiler hinkriegen. Ich würde mal sagen, den bauen wir einfach noch mit in den Putzmittelraum kurz mit rein. Ja, kannst du so reinsetzen, ist ja kein Problem. Ja, ich baue den dann nur in so eine kleine Wand hier. Der nicht viel braucht. Nö. Der braucht nicht viel. So. Versorgung. Warmwasserboiler. Zack. Kannst dich auch nicht entscheiden, ob Betonmauern oder gemauerte Mauern. Das war noch jetzt. Achso, da habe ich verklickt. wenn das irgendwann verkauft wird hier, das Ganze, dann. Ja. Wenn das dann alles neu gebaut wird, dann ändert sich das alles. Die entscheiden. Genau. So, ich gehe da jetzt mal gleich ran mit an das System. Bin mal gespannt. Das wird ja wohl hoffentlich funktionieren. Ja, hoffentlich erweitert er das dann Netz. Erweitert er das Netz. Mal sehr gespannt. Denke ich mir mal, dass er das machen wird. Sag ich mir gleich. Wenn die dann irgendwann mal ankommen. So, jetzt bauen sie das ein. Ja, das ist dann mal diese Tür. Ja, siehst du. Schon hat er es erweitert. Das ist halt Wasser. Wasser ist einfach. Im Gegensatz zu Strom. Wasser ist einfach, ja. Strom muss ja mal wieder aufpassen. Dann müssen wir jetzt das da ransetzen. Aber ob wir bis zur obersten Heizung kommen, glaube ich nicht. Und auch die Heizung hier im Wirtschaftsraum da, quasi im Aufenthaltsraum von den Dudes. Na, schafft's es? Oh, da wird's. Oh. Ja, ja. Ah. Aber ich glaube nicht, dass es zu den Büros, ob sie das reicht, wohl nicht. Ja. Nee, das wird nicht reichen. Das sehen wir jetzt gleich. Doch, reicht. Siehst du, reicht vollkommen. Schön, reicht. Perfekt. Das ist doch nicht schlecht. Sehr gut. Sieht das ja jetzt aus mit der Hitze? Ja gut, das Lagerraum bräuchte jetzt noch, aber das ist ja scheißegal. Der Lagerraum ist nicht so schlimm. Nee. Oh, Wäscherei ist schon fertig. Hast du die schon eingeteilt? Die Häftlinge habe ich noch nicht eingeteilt, nein. Ja, dann meint das gerade noch als letztes. Ja. Und zack, 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 zack. Perfekt. Oh, können wir auch 5 machen. Maximal 35 Leute können da drin arbeiten. Ja. Okay. So. Also Platz genug. So viele Häftlinge haben wir nicht mal. Nee. Das können wir aber in der nächsten Folge eventuell erweitern. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.